Ihr Lieben, Zucker, Ersatzstoffe, echter Patientenfall. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ihr Lieben, was sagt ihr? Was ist besser, Zucker oder Ersatzstoffe? Schreibt mir mal in die Kommentare. Für den ganzen Content, ihr Lieben, plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Also, gucken wir mal zurück. Echter Patientenfall. Ich hatte die Fragestellung, was ist jetzt besser, Zucker oder die Ersatzstoffe? Es ist so, dass der Zucker erstmal, da wird von normalem Haushaltszucker gesprochen, das heißt, häufig ist die Menge entscheidend. Zucker selber kann in der Regel besser die Insulinausschüttung mit dem Zucker in der Blutbahn was anfangen. Das heißt, es spricht eher was für den Zucker, aber die Menge ist entscheidend. Die tägliche Menge an Zucker sind in der Regel 3-4 Würfel Zucker. Ja, das wäre sozusagen die tägliche Menge, wenn ich es in das Essen irgendwo reinmachen möchte. Dann habe ich noch die gleiche Menge an Zucker versteckt in Lebensmitteln, wo zum Beispiel Zucker draus wird, wenn ich jetzt eine Fertigbackware oder sowas habe, dann habe ich ja Zucker drin. Ihr könnt euch auch merken, diese 4-5 Würfel Zucker sind ungefähr ein Esslöffel voll Zucker. Jetzt gibt es viele, die sagen, nee, ich lasse den Zucker lieber weg, möchte ich nicht, ist ja ganze Hype. Dann kommen ja die Ersatzzuckersorten oder sogar die Austauschstoffe, ne? Zuckerersatzstoffe, Erythrit, Maltit, Isomaltit und es gibt ja auch noch die Austauschstoffe, die ganzen Süßstoffe zum Beispiel. Wie ist es damit? Also solange ihr es vertragt und mögt, könnt ihr beide Sorten nutzen. Es ist immer so, dass wir niedrigen oder gar keinen Blutzuckeranstieg haben, während wir, wenn wir Zucker haben, natürlich immer einen Blutzuckeranstieg haben. Es kommt immer auf die Menge drauf an, wie viel nutze ich jetzt. Ne? Wenn ich natürlich nur ein Zuckerstück habe, habe ich einen niedrigeren Blutzuckerverlauf. Esse ich ne, die ganze Menge oder Süßkram, Kuchen, Kekse, dann geht durch den Mehlanteil natürlich der Zucker auch hoch. Aber bleiben wir bei normalem Zucker. Haben wir die Ersatzzuckersorten, ist es nochmal wichtig für euch zu wissen, die können auch gerade Zuckersirup, Glucose, Fructose-Sirup, die verwendet werden, häufig zum Beispiel in Süßigkeiten, also Schokolade, Kuchen, Kekse, Gummitierchen. Ne? Da müsst ihr so ein bisschen gucken, was ihr da gerne essen mögt. Ja, hier gibt es die ganzen Gummisachen. Da können überall Ersatzzuckersorten drin sein, natürlich auch in anderen Produkten. Ich habe jetzt wieder gesehen, dass 30% weniger Zucker bei einer Soße angewandt wurde und dann der Haushaltszucker reduziert wird, dafür Ersatzzucker rein. Das Problem ist, dass es Leute gibt, die darauf Heißhunger bekommen. Also wenn die den Ersatzzucker oder die Austauschstoffe schon im Mund haben, merken die schon so, oh Leute, das ist nicht meins. Das heißt, dann lieber kleine Mengen an normalen Zucker nehmen. Dann ist es so, der normale Zucker hat immer den Vorteil, niedrig dosiert, dass er die Blutzuckerspiegel auch nicht so hoch prescht, sondern die Menge ist entscheidend. Das heißt, der Zucker per se ist nicht einfach schlecht. Und es ist so, dass die Austauschstoffe, Süßstoffe oder Ersatzzuckersorten auch Blähung, Bläbe, auch Bauchschmerzen machen können. Das heißt, an der Stelle ist nicht für jeden geeignet, sondern es gibt Leute, die kriegen darauf ihre Unverträglichkeiten, die häufig dann mit einer Fructose- oder Sorbitunverträglichkeit zusammenhängen. Und dann haben die Bauchschmerzen, dann haben die Blähungen, haben die Durchfall. Von daher, ja, also nicht alles ist immer per se gut. Kommt immer darauf an, wo ich hingucke an der Stelle. Also ihr könnt es nutzen, ihr dürft aber auch gerne Zucker nehmen. Der klassische Haushaltszucker bei den Fructoseintoleranzen kann gut verwendet werden. Oh Leute, hier war gerade, sorry, eine Störung drin. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Das heißt, den klassischen Zucker kann man bei einer Fructoseintoleranz nutzen, den klassischen Haushaltszucker. Der besteht zwar aus einem Anteil Fructose, die macht aber keine Beschwerden. Bei einer Fructoseintoleranz ist es immer schwieriger, wenn ich die Ersatzzucker oder die Glucose-Siruppe habe, die dann aus zum Beispiel Maissilage und so hergestellt werden. Also an der Stelle entscheidet euch, ne, Zucker oder Ersatzzucker. Schaut immer, was euch gut tut, was ihr umsetzen möchtet. Beides ist möglich. Es kann beides Vor- und Nachteile haben, also ne, an der Stelle. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über Zucker und Ersatzzucker gehört. Jo, stellt mir eure Fragen gerne in die Kommentare rein. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.